Bereit? Ja. Herzlich willkommen, meine Lieben. Heute machen wir eine kleine Übung, die wir oft in Workouts haben, und zwar ist es der Hampelmann. Und gerade bei Menschen mit starkem Übergewicht, die sind immer leider gezwungen, die Übung wegzulassen, weil sie halt die Übung nicht machen können. Und wir zeigen euch jetzt einige Übungen, die wir modifiziert haben, also verändert haben, dass alle sie auch machen können. So, jetzt zeigen Alex und ich einmal die abgewandelte, also die Übung abgewandelte Hampelmann. Ne? So, normale Hampelmann. So, jetzt ist es so, dass Leute, die zum Beispiel mehr Gewicht haben, diese Übung nicht machen sollten, weil sie ja nicht springen sollten. Das geht zu sehr auf die Gelenke. Deshalb zeigen wir jetzt eine Übung. Auch Frauen mit dem Lipödem, da ist es klar, die haben sehr kräftige Beine, da passt es oft nicht, die sind zu schwer, die können nicht springen. Deshalb eine Übung. Alex macht die Übung nach vor ohne Armbewegung. Wir öffnen und schließen die Beine. Genau. So, und dann kann man die Arme noch mitnehmen. Und dann hat man im Endeffekt eine Art Hampelmann, die man machen kann, ohne dass man die Gelenke belastet. Also die man auf jeden Fall mit tun kann, ohne dass man ausfällt oder dass man einfach aufhört. Ja? Also, gut, Alex? Ich merke schon was. So, das war jetzt die erste Übung. Es folgen noch mehr in unterschiedlichen Videos. Das ist jetzt die Alternative für die Übung Hampelmann, für Leute, die zu schwer sind, Knieprobleme haben, also wo wir die Gelenke entlasten wollen und nicht belasten wollen. So, vielen Dank, Alex. Gerne. Bis bald.